meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder einen Style & Talk für euch. Viele hatten sich einen Weihnachtslook gewünscht und für mich ist irgendwie an Weihnachten, ich muss einfach rote Lippen tragen. Ich trage, glaube ich, jedes Weihnachtsfest rote Lippen. Ich liebe es einfach und wie ihr seht, ich bin sowieso im Rotmodus. Alle lachen schon, weil ich die ganze Zeit diesen Pulli hier trage. Deswegen dachte ich, ich schminke euch ein wirklich sehr, sehr einfaches Drogerie-Make-up, was jeder auch super erschwinglich nachkaufen kann. Ich bin nämlich auch Teil der Live Boldly-Kampagne von Revlon, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, denn Revlon hat dafür selbstbewusste und starke Frauen ausgewählt und ja, ich bin total froh, dass sie, oder ja, glücklich darüber, dass sie auch mich ausgewählt haben. Und ja, falls ihr es noch nicht wisst, Revlon gibt es exklusiv bei Rossmann. Ich war heute nochmal bei Rossmann und habe mir nochmal ein paar Sachen dazu gekauft. Ich hatte schon ein Paket von Revlon geschickt bekommen, aber zwei Sachen habe ich mir noch selber gekauft dazu. Und ja, ich werde euch jetzt einen wirklich einfachen, schönen Weihnachtslook schminken und ein bisschen mit euch quatschen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich werde jetzt anfangen mit Foundation und zwar benutze ich da die Revlon Colors Day Foundation. Die gibt es übrigens in eine Trilliarde Farben. Ich bin jetzt trotzdem voll unsicher, welche Farbe ich nochmal war, weil ich so viele habe. Ich habe die schon mehrmals benutzt, aber ich bin jetzt wirklich gerade nicht mehr sicher, welche Farbe. Deswegen habe ich mir mal zwei rausgelegt, wenn ich mische ich die ein bisschen zusammen. Ich blende euch die genauen Produktbezeichnungen und alles auf jeden Fall ein. Der Pinsel, den ich benutze, ist übrigens von Tara aus ihrer Pinselkollektion. Den finde ich echt schön. Den hatte ich auch im Urlaub dabei, auch ihr ganzes Kit. Okay, ich glaube, von der Farbe passt, aber ich brauche mehr Foundation. Was schön ist an der Foundation, die ist wirklich sehr deckend, aber trocknet die Haut nicht aus. Das ist ja immer für mich Number One Priority, was für mich immer sehr wichtig ist, weil ich sehr, sehr trockene Haut habe. Ich kann keine Foundation benutzen, die noch zusätzlich meine Haut austrocknet. Und ja, ich habe auch immer Rötungen. Schon mein ganzes Leben habe ich Rötungen im Gesicht. Und ja, das war in der Kindheit für mich ehrlich gesagt auch nicht so einfach. Gerade wo man sich halt noch nicht geschminkt hat. Ich habe vor allem immer um die Nasenpartie, war ich extrem gerötet und es sah echt immer sehr unschön aus. Und ich war sehr, sehr unglücklich darüber. Und das hat auch auf jeden Fall meinem Selbstbewusstsein damals geschadet. Und ich war sowieso kein sehr selbstbewusster Typ in der Kindheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also mittlerweile hat sich das Gott sei Dank stark gewandelt, aber das war wirklich ein Prozess und es hat lange gedauert und ich will den jungen Mädels da draußen sagen, die vielleicht auch noch nicht so das Selbstbewusstsein haben, das kommt mit der Zeit meistens, Gott sei Dank, und man lernt immer mehr oder man sollte immer mehr lernen, sich zu akzeptieren, so wie man ist, und niemand ist perfekt und ja, auch gerade jetzt durch Instagram, denke ich, ist wahrscheinlich noch ein ganz anderer Druck da, als wo ich zum Beispiel Kind war. Das gab es damals alles nicht. Und diese perfekte Welt, die einem da irgendwie vorgelebt wird, die gibt es nicht. Also keiner braucht denken, dass irgendjemand ein perfektes Leben oder in einer perfekten Welt lebt. Es ist viel inszeniert, viel gefaked und das möchte ich einfach nur nochmal sagen. Weil ich glaube, dass viele Leute sich dann auch immer davon so ein bisschen runterziehen lassen, weil sie sich vergleichen und denken, warum ist mein Leben nicht so perfekt wie bei der Person, der ich folge oder so. Ja. Also ich finde die Foundation auf jeden Fall schon mal sehr gut. Die Farbe passt gut und die fühlt sich angenehm an und hat auch schön meine Rötungen kaschiert. Danach benutze ich von Revlon den Color Stay Concealer in der Farbe Pale. Das ist ein heller Ton. Ich mag es auf jeden Fall, wenn ein Concealer so ein bisschen heller ist unter dem Auge. Auch der ist sehr, sehr cremig und sehr schön deckend. Und dann arbeite ich das Ganze mit meinem Beauty Blender, den ich auch angefeuchtet habe, in meine Haut ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schminke mich vor allem in den kälteren Monaten irgendwie extrem gerne und trage auch kräftigere Farben. Im Sommer mag ich es dann auch eher ein bisschen leichter von der Textur, aber jetzt im Winter, finde ich, kann man sich so schön austoben mit Make-up, vor allem, weil man nicht schwitzt im Gesicht. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was so eure Favoriten sind für ein perfektes Weihnachts-Make-up und wie ihr euch gerne schminkt oder ob ihr euch da gar nicht anders da schminkt als sonst. Also wie gesagt, ich liebe rote Lippen. Ich trage auch so ab und zu rote Lippen, aber an Weihnachten immer. Voll viele fanden ja auch meinen Look so schön, den ich auf dem Mein-Punkt-Event getragen habe. Deswegen wollte ich etwas Ähnliches heute schminken. Zum Setten von meinem Concealer, nämlich von Revlon, das Color Stay Puder, habe ich noch gar nicht benutzt. Ich bin echt gespannt, wie sich das verhält auf der Haut.
und sette das. Ich habe früher übrigens nie Concealer gesettet und der ist mir immer verrutscht. Also es macht wirklich einen Unterschied, wenn ihr den Concealer mit einem Puder settet. Wirklich. Das war übrigens die Farbe Light Medium und jetzt nehme ich nochmal Medium, das ist ein bisschen dunkler, und konturiere so ein bisschen mein Gesicht. Habt ihr eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Also ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank fast durch. Fast. Ich sag mal, ich habe 80% und ein bisschen was brauche ich noch. Ich mache tatsächlich alles nur noch online, weil ich einfach keinen Nerv habe, im Weihnachtsgeschäft mich überall irgendwie eine Stunde anzustellen. Und wenn, dann gehe ich sowieso nur unter der Woche. Am Wochenende halte ich es persönlich gar nicht aus. Die meisten natürlich, die arbeiten, müssen am Wochenende gehen. Und ich finde, das ist immer so kräftezehrend und anstrengend. Wir machen mittlerweile bei uns das immer so, dass wir wichteln. Also wir ziehen immer einen Namen und jeder von uns kauft nur zwei Personen ein Geschenk. Und dann ist es eigentlich schnell gemacht. Und gut, meiner Familie kaufen wir jeder ein Geschenk. Aber mit Davids Familie machen wir das mit dem Wichteln. Und das ist wirklich sehr, sehr viel einfacher. Dann eine der Produkte, die ich mir gerade selber in der Drogerie gekauft habe, ist von Revlon der Color Stay Augenbrauen Stift in der Farbe Soft Brown 210. Und ich bin gespannt, wie der so ist. Ah, okay, interessant. Die Spitze sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe ja permanent meine Augenbrauen machen lassen. Ich bin auch zufrieden, weil mich da viele fragen und die so schrecklich finden. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Natürlich hätte das Ergebnis noch besser sein können. Ich habe aber auch schon öfters erzählt, dass das Problem bei mir war, dass ich einfach extrem geblutet habe und die Farbe einfach super schlecht aufgenommen wurde von meiner Haut. Und mir gefällt das besser. Oh, die Farbe ist übrigens richtig gut. Richtig schön. Mir gefällt es einfach noch besser, wenn die ein bisschen nachgemalt sind. Seht ihr das? Weil dann sehen die auch nicht so aschig aus. Das ist richtig schön. Cool. Ist so wachsartig irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass sie so ganz fest sind irgendwie. Habe ich da. Ist das ein normaler Augenbrauenstift? Sieht auf jeden Fall gut an. Boah Leute, ich habe es gerade ernsthaft nicht geschafft, diese Verpackung abzumachen. Also ich muss sagen, manche Kosmetika ist so krass verpackt. Ich krieg's einfach nicht auf. Ich habe nämlich hier von Revlon den Colorstay Creme Gel Pencil in der Farbe Shining Amour. Amour 812. Ich bin gespannt. Die sind wohl sehr cremig und ich wollte das als Lidstrich auftragen. Ich gucke jetzt mal. Oh ja, die sind richtig cremig, richtig buttrig. Das ist so ein metallisches Schwarz, würde ich es mal beschreiben. Und fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Schön. Weil wie die meisten wissen, habe ich ja Lash Extensions und bei mir ist es immer so, ich kann keine so flüssigen Gel-Eyeliner mehr nehmen, weil die laufen mir dann in die Wimpern rein. Deswegen ist sowas immer sehr, sehr gut. Oh. Voll schön. Ey Leute, mit diesem Stift geht es einfach so einfach, ohne Scheiß. Ich habe immer Probleme, mir einen Lidstrich zu ziehen, aber damit ist es so easy, ohne Scheiß. So einfach, 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 einfach. Ich wollte nämlich mal einen Look schminken, bei dem ihr nicht eine Trilliarde Produkte braucht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich jetzt mal bewusst den Lidschatten weggelassen und nur diesen Creme-Gel-Pencil benutzt. Und ich finde es richtig schön. Ich tusche mir jetzt noch meine unteren Wimpern. Ich habe hier oben Lash Extensions. Und hierzu benutze ich die Volumazing Mascara von Revlon. Die ist auch richtig gut. Die habe ich schon mehrmals benutzt jetzt. Die hat ein schönes, dickes Bürstchen. Ich habe auch mal geschaut bei anderen Mädels, die benutzt haben. Und die haben so richtig krasse Wimpern damit bekommen. Aber wie gesagt, ich kann es ja immer nur an meinen unteren Wimpern benutzen. Das ist vielleicht sogar das letzte Weihnachten in diesem Haus. Also unser Ziel ist es, bis nächstes Weihnachten im neuen Haus zu sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob das funktionieren wird. Es ist so viel zu tun, ihr habt es ja gesehen. Das ist einfach brutal. Viele dachten ja, dass sich Neubauen mehr lohnt, aber ich kann euch sagen, nein, leider nicht, weil Grundstücke hier im Raum Frankfurt einfach unbezahlbar sind. Und da wäre ich mit Haus locker über 1 Million gekommen. Nur mal so zur Info am Rande. In der Drogerie hatte ich mir eben auch nochmal von Revlon einen Lip Liner geholt. Ich schreibe euch auch nochmal alle Produkte in die Infobox in Rouge. Weil ich
keinen guten Lip Liner hatte und ich benutze als Lippenstift wieder den Color Stay Overtime Liquid Lipstick. Den hatte ich euch, ich habe schon mal ein Video zu dem gemacht und einen Langzeittest gemacht und ohne Scheiß, Leute, dieser Lippenstift geht einfach nie wieder ab. Deswegen ist der perfekt für Weihnachten, weil man natürlich viel isst und redet und macht und tut und dann keinen Bock hat, ständig seinen Lippenstift nachzuziehen. Dieser Lippenstift geht nicht mehr ab. Ist der Hammer. Ohne Scheiß. Die Farbe, die ich jetzt auftrage, heißt übrigens Forever Scarlet und man hat auch noch so einen Topcoat in, wenn man es halt glänzend mag, aber ich persönlich mag roten Lippenstift lieber in matt, aber ist Geschmackssache. So, meine Lieben, das ist der fertige Look. Ich habe jetzt meine Haare noch ein bisschen feierlich gemacht. Und ich wollte euch einfach zeigen, dass man auch für ein schönes Make-up oft nicht viel Produkte braucht. Ich habe jetzt noch nicht mal Rouge oder Highlighter benutzt. I mean, come on, das benutze ich normalerweise immer. Und ich finde, der Look ist trotzdem sehr, sehr schön. Und denkt dran, ihr könnt die Produkte alle von Revlon in euren Rossmann-Filialen vorfinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Look nachschminkt. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was euer liebster Weihnachtslook ist. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf und bis dahin. Tschüss!